Roulette Kessel Gucken 11.10.2019 live in Darwin-Australia Gewinn, 3000 australische Dollar Autor D. Seltzer McKenzie YouTube. Heute ist Freitag der 11. Oktober 2019 und es ist jetzt genau 15 Uhr in Australien, ist es zwischenzeitlich am späten Abend um 23 Uhr und wir sind heute wieder im Casino von Darwin live mit unserem Spieler. Zunächst darf ich sagen, hier im YouTube-Livestream ist natürlich heute mal wieder kein Schwein zu sehen, kein Wunder, und ich bin auch gar nicht so unglücklich darüber, wenn ich überlege, was wir vorgestern durch Übertragungsfehler mitbekommen haben, nämlich dass per Livestream im ostdeutschen Halle ein Terroranschlag stattgefunden hatte, der über Livestream gesteuert wurde. Trotzdem sind wir auch betroffen. Ich habe das alles der Polizei sofort gemeldet und das Ende der Geschichte war, dass erst einmal die Polizei eine Eingabe nach Australien gegeben hat. Die australische Polizei hat in Darwin das Casino Hotel gestürmt und erstmal unseren Spieler, der ja aus Ostdeutschland, aus Sachsen stammt, mit großem Bin-Bin festgenommen und später dann natürlich wieder freigelassen, was natürlich eigentlich eine sehr peinliche Angelegenheit für ihn gewesen ist, da er ja schließlich völlig ahnungslos ist. Aber das ist nun vergessen, auch wenn es unserem Spieler ein bisschen peinlich ist, im Casino vor den dortigen österreichischen Croupiers, die dort angestellt ist, zu spielen, weil er irgendwie das Gefühl hat, dass die ihn irgendwie schief angucken und ihn als einen üblichen deutschen Pimpf ansehen. Aber nun ist es bereits dort 23 Uhr und wir sind live am Ruhr und wir haben heute Folgendes vor: zu spielen, was ich noch eben mit der Quantenmechanik und der Stringtheorie ausgerechnet habe. Der Tisch wird um 23 Uhr bzw. wurde um 23 Uhr wieder neu eröffnet und wir setzen wie folgt: die ersten beiden Korbs auf Rot, den fünften und den sechsten Korbs ebenfalls auf Rot, den 11. und den 13. Korbs ebenfalls auf Rot. So, nun warte ich meine halbe Stunde, dann dürften die insgesamt 13 Korbs gelaufen sein und bis dahin wird unser Spieler mir sicherlich eine SMS mit den entsprechenden Daten geschickt haben. So, jetzt haben wir es bereits kurz nach 15.30 Uhr, also kurz vor Mitternacht in Australien, und der Spieler hat wie folgt und ihr die Nachricht geschickt: wir spielen ja bekanntlich immer mit 500 australischen Dollarstücken, haben heute trotz der vielen Unkenrufe vollständig gewonnen. Im ersten und im zweiten Korps ist die Nummer 3 zweimal hintereinander gefahren, also rot, wir haben gewonnen. Im fünften und im sechsten Korps ist die 12 und die 30 gefallen, also beide rot, und auch hier haben wieder gewonnen. Im elften Korps ist die 16 gefallen und im 13. Korps ist die 32 gefallen, also beide rot, und auch hier haben wir gewonnen. Da wir immer mit 500 australischen Dollarstücken gespielt haben, haben wir heute insgesamt 3000 australische Dollar, das sind etwa 2300 Euro umgerechnet, gewonnen.